aufgegeben. Nein, mit der Vorrichtung dieses Kunstwerks sieht es ein bisschen komplexer aus. Und es ist auch nicht damit erfasst, dass wir sagen, alle Künstler sind nicht ganz dicht, so wie es ging, sondern was es damit auf sich hat, wird Christiane Buchner, die Künstlerin entdeckt hat, meine Mitjurorin, gleich erklären. Die dritte Jurorin, Eva Profusova, ist heute leider verhindert, aber lässt natürlich herzlich grüßen. Christian. Ja, für mich hat dieses Kunstwerk und die Künstlerin einen ganz direkten Bezug zu unserer Arbeit. Erstmal übersetzt sie schon mit den Materialien. Innen besteht das Ding aus Metall, außen aus Porzellan und es ist tatsächlich ein bisschen flexibel. Ich möchte Sie hier nicht, das nicht zu sehr beanspruchen, aber es ist tatsächlich flexibel. Und das ist ein Gefäß, das aber diese ursprüngliche Gefäßfunktion sehr viel weiter fasst, als man glauben möchte. Es ist also eine gewisse Freiheit. Was in dem Gefäß gefasst ist, das ist nicht mehr so festgefasst, wie es vielleicht wäre, wenn nicht Ute dieses Kunstwerk gemacht hätte. Das ist meine Interpretation.